Ja, und damit heißt es mal wieder herzlich willkommen. Welcome to MotoYama und heute heißt es Motovlogger EU macht eine Challenge und zwar wer grüßt die meisten Rollerfahrer? Ja, das ist hier übrigens schon der zweite Take, weil der erste Take nichts geworden ist. Zu wenig Rollerfahrer in der Stadt, ich sag's euch, das ist... Weißt du, was ein Rollerfahrer, ne, der dir irgendwie entgegenkommt und dir Blumensträuße entgegenwirft, dann kommt kein Arsch von denen an. Herrlich. Ah ja, ist das herrlich. Wahnsinn. Ja. Hey, ein Rollerfahrer. Servus. Guten Tag. Ja, die Zeit läuft. 10 Minuten haben wir Zeit, noch einen anderen Motorrollerfahrer zu finden. Ja, das wird schwierig. In Stuttgart ist nämlich grundsätzlich immer Rollerverbot, weil in Stuttgart ist ja Autostadt. Da darf man nicht Roller fahren. Das wissen die wenigsten Leute hier. Also, wenn du in Stuttgart mit einem Motorroller angehalten wirst, haha, gefickt. Also, das ist quasi Selbstmord. Also, da darf jeder Polizist mit dir machen, was er will. Tja, sehr gefährlich, Roller zu fahren in Stuttgart. Hallo. Und hallo. So, das waren jetzt schon mal 3 Stück. Wahnsinn. Oh Gott. Bianca Castafiore. Ach, es ist herrlich Gegenlicht. Oh, ich liebe es nicht. Oh, Schaukel, Schaukel. Ach, ist das ein schöner Weg. Oh, Gottes Willen. Hossa, hoppla. Ja, es ist grün, es ist grün. Fahrt doch, Leute. Oh, ich brauche hier Kühlwind an meinem Motorrad. Ja, das ist wunderschöner Stadtverkehr. Da kommt ein Rollerfahrer, da kommt ein Rollerfahrer. Ja, nein, Entschuldigung. Aber das Licht sah so aus. Tut mir leid, Entschuldigung. Kaufen Sie sich bitte anderes Licht. Ja, wer hat es da vorne mal wieder verpeilt? Oh. Echt Autofahrer, ich glaub's nicht. Also wenn man das hier mal so ohne Cut aufnehmen will, dann merkt man erstmal, dieser Cut, der ist unmöglich zu vermeiden bei einem normalen Video. Du hast hier ständig irgendwelche, naja, ganz böse Worte einfügen. Leute, die dir halt quasi einen Strich durch die Rechnung machen und du irgendwie partout immer was rausschneiden musst, weil irgendwelche Leute sich absolut, naja, verkehrsfeindlich benehmen. Und ja, da fragst du dich dann auch manchmal, warum? Naja, und dann fährst du durch die Gegend und sagst du, ja, das kann ich auch. Ja, und dann, ja, das ist halt so immer, irgendeiner baut halt immer Scheiße und manchmal bist du es halt auch selber. Und dann kannst du nichts machen und dann, ja, ist halt passiert, ne? Dann bist du halt auch irgendwann mal der Depp vom Dienst an der Ampel oder so. Ach ja. Was ich erstaunlich finde, so nebenbei erwähnt, dass der Kühler doch recht gut wirkt hier so in der Stadt bei dem bisschen Fahrtwind. Und ja, warum wird es mir jetzt trotzdem unterm Arsch? Also, das ist ja hier ein rein Vierzylindermotor, der nach vorne hingeht. Und wenn ich jetzt überlegen würde, wie das ist auf einem V-Motor, wo der hintere Zylinder dir ganz schön das Gesäß grillt. Super sexy. Also, das wäre echt grauselig.
Ganz gewiss. Alter, guck ich das mal an, was die Leute da in Abstand lassen, bis sie mal losfahren. Das ist ja unglaublich. Und echt so diese Gedenksekunde. Und du fragst dich, warum? Warum? Fahr doch einfach los mit deiner Kack-Blechdose. Und das ist so sinnlos und so, hey, hu, noch ein Rollerfahrer. Und das ist echt so sinnlos, diese Dosen hier. Und dann ordnen die sich doch schon 200 Meter vor der eigentlichen Abzweigung da irgendwie rechts ein. Ja, also völlig hirnverbrannt. Also ich weiß nicht, manchmal ist das ja wirklich so, da fragst du dich, warum? Warum? Warum fährst du nicht gleich Fahrrad oder sowas? Hey, Rollerfahrer, grüß doch mal wenigstens. Oder erkenn dich, lass dich erkennen aus der Ferne. Naja, also ich zähle das jetzt einfach mal mit. Muss ich ja nicht hier unkenntlich machen. Und Kuckuck. Schätze mal, das gilt jetzt einfach mal. Ach ja, wunderschön. Diese Aussicht von einem LKW-Arsch. ja. Da wird das einem auch erstmal bewusst, wie dämlich man eigentlich mit dem Auto unterwegs ist, wenn man hier so voll dahinter steht. Ich meine, ich mache jetzt mal aus Rechtsgründen hier kein Filtering. Weil ich hier nicht... Ja, ihr wisst schon. Wir sind ja leider nicht in England, wo man das ja machen darf. Oder irgendwo in den USA ist das jetzt auch erlaubt worden. Oh, da, da. Ich grüße einfach die ganze Zeit und irgendwann wird ein Motorrollerfahrer ja vorbeikommen. oh Mann, ist das beknackt. Also unter dem Umweltaspekt ist diese Challenge ja sowas von bescheuert. Weil ja, du fährst nutzlos, sinnlos quasi durch die Gegend, verbrauchst fossile Brennstoffe und stößt unnötig CO2 aus, was ja auch als Treibhausgas bekannt ist. Ja, also unter dem Aspekt gesehen ist das doch eine relativ, naja, sinnlose Challenge oder ja, umweltfeindliche Challenge. Naja gut, wenn ich sowieso mit dem Motorrad durch die Stadt fahren würde. Ja, aber ich fahre ja jetzt extra durch die Stadt mit dem Motorrad und ja, also ihr wisst, im Grunde eigentlich nicht gut. Nicht gut. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ah, bestimmt jemand, der nicht so ganz ein ökologisches Gewissen hat. Ja, ich weiß, du weißt, wen ich meine. Dich. Ach, hallo. Ach, ja. Ich weiß nicht. Sollte ich auf Roller umsteigen? So gelegentlich sind ja eigentlich ganz ansehnliche Damen unterwegs. Ja, also, wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt? Oh, ich bin vom Motorrad auf Roller umgestiegen. Wie? Ist das nicht so, dass man mit dem Motorrad viel mehr Frauen abschleppt? Ach, wissen Sie, das ist eigentlich ganz anders. Weil die Motorradfahrer, die sind ja immer so schnell weg. Und als Rollerfahrer, da hat man ja viel mehr Zeit und kann sich kennenlernen und dann... Ja, man hat ja außerdem unter dem Sitz im Helmfach eine Riesenmenge Platz für Kondome, die müssen ja auch genutzt werden. Also deswegen haben Rollerfahrer eigentlich ein viel intensiveres Sexualleben wie Motorradfahrer. Wer weiß, sollte man vielleicht mal der Sache auf den Grund gehen, vielleicht stimmt es ja. Ha. Also wenn ich demnächst dann mal erzähle, ja, ich habe eine Freundin, eine Frau und die ist inzwischen schwanger und hallo! Dann wisst ihr, Leute, ich fahre Roller. Also, wer weiß. Also Rollerfahrer, ja, Rollerfahrer ficken öfter, als du denkst. oh Mann.
One-Take-Videos. Oh, Gottes Willen. Okay, ja, ich schätze mal, die 10 Minuten sind jetzt um, weil hier fängt wieder der Stau an, den ich eigentlich nicht besuchen wollte. Gilt El Moto auch? Dann grüße ich's. Nein, ist ein Motorrad. Scheiße, braucht man mal einen Roller? Ist keiner da. Ja, also, keine Ahnung, ob jetzt 10 Minuten um sind oder nicht, ne? Aber, das ist das Problem, ich habe keine Uhr am Motorrad. Ich brauche ein Motorrad mit Uhr für solche bescheuerten Challenges. Das ist einfach sowas von sinnlos hier. Stau und überall nur 1,2 Personen drin. Also das ist auch so ein Ding. Warum fahrt ihr scheiß Motorradfahrer an den Autos vorbei? Ihr müsst auch anstehen. Nein, du stehst im Verkehr. Warum fährst du nicht Motorrad und fährst den Verkehr? Ne? Das ist so ein Problem. Das ist der Denkfehler, nämlich Motorradfahrer fahren und Autofahrer stehen. Und das ist der Fehler im System. Dass nämlich die Autofahrer sich beschweren, warum macht ihr euch nicht auch zum Opfer? Ja, warum macht ihr Autofahrer, warum macht ihr Motorradfahrer euch nicht auch zum Opfer, fragen die Autofahrer. Und die Motorradfahrer sollten eigentlich entgegenfragen, warum macht ihr euch nicht zum Fahrenden? Ja, weil das ist dann auch so ein Ding. Da steht man hier und fragt sich, warum fahren die nicht? Warum fahren die nicht? Weil sie nicht aneinander vorbeikommen. Ja, Motorradfahrer, die wuseln. Ich meine, guck doch mal irgendwo nach Thailand und so. Da wird da miteinander zwischen den Autos hin und her gewuselt und da wird gefahren. Ja, also das ist wirklich Straßenverkehr. Und nicht nur so dumm rumgestanden, wie es hier die Dosenamma da macht. Also so gesehen, muss ich sagen, ist Motorradfahren mehr fahren als Autofahren. Ja, und damit sage ich jetzt aber endgültig mal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten challengefreien Video. Ich habe was im Auge, zwinker, zwinker.